Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Thalassa Edge of the Abyss geht es mit flauem Magen hinein ins Wrack, in dem wir möglicherweise nicht allein sind. Los geht's! Da liegt es vor uns, das Wrack der Thalassa. Vor wenigen Wochen noch mehr oder weniger unbeschwerter Arbeitsort unseres Protagonisten Cam. Und dann der tragische Tod seiner Kollegin und Freundin und vielleicht auch heimlichen Geliebten Alex. Und danach der Untergang des Schiffes mit Mann und Maus, muss man sagen, und auch mit Schiffskatze Polly. Und jetzt hier der Versuch, das alles aufzuklären durch Cam und Bailey an der Oberfläche. Na dann, gucken wir mal, was da passiert. Sir, again, Cam. I shouldn't be anyone else either. Are you sure that you're seeing... No, of course. Was? Seht ihr auch, was ich sehe? Das haben wir alle gerade gesehen, oder? Dass da jemand mit Lampe auf dem Deck rumlief? So wie wir? Das ist erklärungsbedürftig. Ja. Ja, wir stehen direkt am Abhang eines Grabens. Oh, ist das schlimm. Oh nee, guckt mal, wie... Ich muss jetzt wirklich da auf dieser ganz, ganz schmalen, auf diesem ganz, ganz schmalen Grat vor diesem Abgrund zu dieser Tür laufen. Oh, können wir das alles nicht sein lassen und zurücklaufen? Okay. Wir müssen nur bis zur Tür und dann müssen wir da rein, dann machen wir die Tür hinter uns zu. Es wird nichts passieren, es wird überhaupt nichts passieren. Das wird über... Nicht nach rechts gucken, nicht halt wieder, nicht nach rechts gucken. Überhaupt wieder. Ganz ruhig. Guck da nicht hin, guck da nicht hin. Guck geradeaus, guck geradeaus. So, das ist echt für Thalassophobie ganz fürchterlich. Oh, ist das schlimm. Oh, mir stehen gerade alle Haare zu Berge. Jetzt bitte kein Jumpscare, dass da irgendwas abbröckelt. Und jetzt lass bitte diese verfluchte Tür auf. Nein, sie ist bitte offen und nicht kaputt. Nicht dran denken, was hinter uns ist. Überhaupt nicht dran denken. Ich meine, so viel Metall, wie er an sich trägt, und der ganze Helm und der Anzug, der kann, wenn unter ihm Wasser ist, meiner Ansicht nach nicht schwimmen. Der hat ja auch vorne an der Brust noch so ein Metallgewicht. Ja, ja, das ist... Oh, nein! Die Werkzeuge! Ach, du Kacke. Willkommen zu Hause. Ja, also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob er im freien Wasser schwimmen könnte mit der Montur. Oh, ich guck da nicht hin. Ich glaube, dass er das nicht könnte. Und umso bedrohlicher ist dieses bodenlose Loch. Und da liegen jetzt unsere Werkzeuge. Aber kann diese doofe Tür nicht zur anderen Seite aufgehen? Okay. Gut.
Ja, ab hier hatten wir dann die Demo gespielt, da war die Tür hinter uns zu. Und das heißt, es könnten uns ein paar heftigere Déjà-vus ereilen. Aber da kommen wir durch. Ja, Maps und Schematics. Gutes Gedächtnis. Ja, habe ich, sagt man. Eine Broschüre der Thalassa. So, lesen. In diesem Jahrhundert werden unsere Bemühungen in sämtlichen Bereichen gewaltige Fortschritte machen. In der Luft, an Land sowie auf See. Und was Letztere angeht, so steht die Thalassa an vorderster Front. Von diesem Schiff aus werden wir an die Grenzen der maritimen Geschichte und Archäologie gehen. Und darüber hinaus. Das Ziel unserer neuesten Expedition ist die Bergung der Galeone St. Catherine, eines spanischen Linienschiffs, das seit beinahe 300 Jahren unter den Wellen schlummert. Dies ist kein geringfügiges Unterfangen, und aus diesem Grund sind Sie eingeladen, das Schiff zu besuchen. Ergreifen Sie diese Gelegenheit, in die Geschichte einzugehen. Auf ins Abenteuer. Isabel Greenwood. Ich wundere mich, also Spanier würden doch ihre Galeone nicht St. Catherine nennen, oder? Das ist dann eher die Santa Catarina oder so ähnlich. Das finde ich komisch. Spanische Schiffe zu der Zeit, die hatten doch immer spanische Namen. Oder? Nun gut. So, Hinweis, unterseitete Broschüre. Gut. Achso, guck mal hier auf die Karte, ist vielleicht wichtig, ja. Wir sind in der Rezeption, interessanter Bereich und mehr wissen wir noch nicht. So, das Schiffsunglück ist erst kurze Zeit her, deswegen ist hier noch alles sehr intakt. Artikel für die Daily News lesen. SS Thalassa, eine neue Ära der Archäologie, J. Linden. Die frisch getaufte SS Thalassa, die am 15. September 1898 in New York aus der Werft kam, will etwas Einzigartiges vollbringen in diesem neuen, abenteuerlichen Zeitalter der Schifffahrt, das bisher von den Polarexpeditionen der Discovery und der Gauss geprägt ist. Die Thalassa ist im Besitz von Miss Isabel Greenwood, Erbin des Vermögens des Schifffahrts- und Holzunternehmens Greenwood, und wurde für die meeresgeschichtliche und meeresarchäologische Forschung gebaut. Es ist für Tiefseetaucher ausgestattet, die auf dem Meeresgrund arbeiten. Die abenteuerlustige Miss Greenwood und ihre Besatzung wollen verlorene Artefakte aus der Vergangenheit wieder ans Licht befördern. Ihr erstes Unterfangen an Bord dieses speziell konzipierten Schiffes wird die Erkundung einer Trireme aus der griechischen Antike im Ägäischen Meer sein. Für Miss Greenwood ist das erst der Beginn einer ganzen Reihe und dann wird es unleserlich. Zeitungsartikel. Also, das hier ist nicht der erste Einsatz der Thalassa. Klar, die ist ja schon 7 Jahre alt. Kann nicht 7 Jahre lang nur im Hafen gelegen haben. Die hat Sachen erlebt. Also, dass nach ein paar Wochen eine Grünpflanze im Meerwasser noch intakt ist, das halte ich für ein Gerücht, ganz ehrlich. Ich glaube, die ist innerhalb von Stunden ziemlich platt. Also platt und tot. Gemälde der Thalassa. Das ist die Thalassa, als sie noch im Bau ist, in der Werft. Dann in New York offensichtlich. Isabella die Thalassa vor 7 Jahren bauen lassen. Genau, das ist kein Hinweis. Das ist einfach nur noch mal so eine Beschreibung dessen, was wir schon kennen. So, lag hier nicht noch auf dem Boden irgendwie, irgendwo, irgendwas? Wie gesagt, aus der Demo kenne ich das ja noch ein bisschen. Ist aber gar nicht so lange her. Was? Ach, du bist auf was draufgetreten. Oh je, die Mannschaft. Schmutz wegwischen.
Irgendwie machen die nur Fotos von dir, Cam, während du diesen Taucherhelm trägst. Das finde ich auch seltsam. Das Foto ist 2 Jahre alt. Sie fehlen mir, ja. Naja. Also, wenn die Zimmerpflanzen hier noch so intakt sind, dann müssten ja die Leiber der Ertrunkenen. Ich führe den Gedanken nicht aus. So, Rezeption haben wir offenbar alles. Hier, der, was ist das für ein Raum? Irgend so ein Zwischenraum. Hier gibt es verdächtig viele Postfächer. Wir hatten doch nur so 10, 15 Besatzungsmitglieder. Wieso kann man denn da so viele verschiedene Postfächer haben? Das ist verwirrend, hä? Na gut, das hier sticht uns natürlich ins Auge. Und zwar schmerzhaft. So, lesen. Patentierter Phonograph und ein silbernes Hufeisen. Ganz genau. Neue Hinweise. Leerer Kasten und ein silbernes Hufeisen. Wir schauen mal. Ach nee, hier ist, glaube ich, so eine Walze tatsächlich. Ja, genau. Diese Phono-Walzen, diese Wachswalzen, das ist der neueste Schrei. Aber gucken wir mal in unsere ganzen Objekte. Aha, was ist denn das? Kann man das Rätsel denn lösen? Nee. Es hieß, wenn man ein Rätsel lösen kann, dann schimmert es, erleuchtet es gelb. Hier ist jetzt nur ein neues Rätsel entstanden. Guck mal auf die Karte. Also, da sind wir, da müssen wir weiter. Objekte. Hinweise. Wir haben den Zeitplan der Thalassa noch von unserem anderen Schiff. Das hier noch von vor dem ganzen Unglück. Objekte hier. Ein Phonographenkasten mit Platz für mehrere zylindrische Objekte. Leer bis auf ein kleines silbernes Hufeisen. Das leere Bootsgestell haben wir auf dem Weg hierher gefunden in der letzten Episode. Das Bootsgestell der Thalassa lag leer auf dem Meeresboden. Die St. Catherine wurde also offenbar nie geborgen. So, das kennen wir schon. Dokumente. Dann hier ein positiver Artikel über die Thalassa und ihre Besitzerin Isabel Greenwood. Die Thalassa war ein archäologisches Forschungsschiff und für das Tiefseetauchen ausgestattet, um verlorene Artefakte vom Meeresgrund zu bergen. Dann eine Investorenbroschüre für die Expedition der Thalassa zur St. Catherine, von Isabel personalisiert und unterzeichnet. Und das andere kennen wir schon, genau. Wachswalzen, die erste, die können wir noch nicht abspielen. Da brauchen wir so ein Apparat für. So, auf dem ersten Deck im Planungsraum, da sollen wir hin, das ist unser Ziel, dorthin zu kommen. Aber im Augenblick sind wir auf Deck 0. Können wir hier das wegschieben? Ich glaube, das geht. So, na dann. Hinein in die gute Stube. Das hier ist der Funkraum. Ein Walzenaufnahmegerät.
Okay, jetzt haben wir gesehen. Neuer Hinweis. Diese erste Walze, die wir gerade gefunden haben, könnten wir abspielen. Ein Interview. Jemand hat den Kapitän befragt, eine Frauenstimme, und der Smoothie Kadri war auch anwesend. So. Neues Rätsel verfügbar. Aber verfügbar heißt ja nicht unbedingt lösbar, weil wir haben hier jetzt noch... es noch nicht, leuchtet noch nicht gelb, also wir haben noch nicht die entsprechenden Hinweise, um das alles zu lösen. Aber das Objekt hier, die Wachswalze, die da. Eine Frau versucht zur Abendessenzeit einen wenig begeisterten Hans zu interviewen. Sie sprechen über ein Problem, das Isabel Hans und Erik überlassen hat. Erik ist ja Expeditionsleiter. Ne? E wie Erik und Expeditionsleiter, kann man sich gut merken. So, hier Telegraph. Lesen. Also, das wurde mir dann schon in der... Das wurde mir in den Kommentaren zur Demo gesagt, was das heißt. Das erste kennen wir alle, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz ist SOS. Und dann ist es der Morsecode für etwas. So. Und ich bin mal so frei, das jetzt aus dem Kommentar zum Demo-Video vorzulesen. Einen kleinen Augenblick bitte. Und zwar hat mir die gute Vera das übersetzt. Und zwar heißt das, was wir hier sehen, das ist Morsecode und das heißt SOS received. 2 days out from your position. Stay strong. Also zu Deutsch etwa, SOS empfangen, 2 Tage von ihrer Position entfernt. Bleiben Sie stark oder halten Sie durch. Das ist also eine Antwort eines Schiffes, das in der Nähe war und diesen SOS-Funkspruch aufgefangen hat. Der ist dann hier durchgekommen, wurde hier irgendwie dann dokumentiert, aufgeschrieben, wie auch immer das alles geht. Aber bringt uns jetzt überhaupt nicht weiter. Telegramm. Steht das da auch drin, was das dann tut? Was ich jetzt gerade hier mit Hilfe der Gwirlinge euch erzählen konnte? Nee, das ist dann hier so. Okay, gut. Ist hier in dem Raum noch irgendwas? Nee, der Raum ist grau, also scheint da nichts zu sein. Wir sollen hier eins nach oben. Das heißt, wir müssen die Treppe nach oben. Das E ist, am ehesten wäre das diese da. Na, mal gucken, welcher Weg uns hier zur Verfügung steht. Niedrige Decke. Warum ist eigentlich in der Mitte des Schiffes ein Schaden und außendrum nicht? Vorsicht, da sind Nägel! Wenn du dir deinen Anzug anratscht! Sind das hier ein Seepferdchen? Nee. Nur irgendein Holzspan. So, wir können also hier durchkriechen. Oh, ey, diese Nägel da. Eieieiei. So, hier ist noch der Spind. Also, ach, oben? Ach, das ist der. Raum? Über uns ist der Raum, in dem wir in der ersten Episode waren. Das ist der Raum, in dem die Spinde der Mannschaft waren, in dem sich die Taucher angezogen haben für ihren Einsatz. Und mitten dort ist das kaputt gegangen und nach unten gebrochen. Aber unten drunter ist es gut und oben drüber ist es auch wieder gut. Das ist ja ein ganz seltsames Schadensbild. Hä? Wieso ist hier eine Krafteinwirkung gewesen und woanders nicht? Hm. Nun gut. Wir sind jetzt im Raum, in diesem zerstörten Raum. Ah ja, okay, also da sehen wir schon auf der Karte, dass hier das zu ist, im Augenblick zumindest. Wir können also jetzt nur links herum. Ne, wir können in den Hauptraum rein. Hä? Ach, das ist gar keine Wand, das ist ein Durchgang. Ja, den Hauptraum, den kennen wir ja. Ja, und da kommen die Erinnerungen.
Und eine Krabbe. Es ist Monate her, aber es fühlt sich an wie gestern. Richtig. Na gut, du warst ja auch viele Monate in irgendeinem... Das ist lieb, Bailey. Wir waren ja auch in einem Zustand, in dem das persönliche Zeitgefühl vielleicht ein bisschen beeinträchtigt war. Wurden denn in unserer Abwesenheit irgendwelche Funde gemacht, die wir noch nicht kennen? Das hier, war das schon da am Anfang? War das für die Galionsfigur bestimmt? Wir können hier in diesem Hauptraum etwas finden. Deswegen ist ja so leicht violett, so fliederfarben hinterlegt. Und wird erst grau, wenn wir alles gesehen haben. Das hier kennen wir schon. Da ist also nichts Neues. Das hier ist neu. Diese Kästen haben wir aber gesehen. Da waren Fundstücke und Artefakte aus dem Wrack der St. Catherine drin. Man hat sie gesichert. Weil man wusste, dass man in schwere See kommt. Dafür war also Zeit. Da können wir nach oben gleich. Aber erstmal hier. Auch den Schaukasten hat man gesichert. Da hinten ging es auch weiter, aber wir bleiben erstmal hier bei den Räumlichkeiten. Genau, die Seile hier. Eine Schnitzerei. Ja. M und K. Genau, M und K, Schnitzerei. Und ein Herz. So, jetzt können wir mal gucken. M und K. Wer kann denn M und K sein, von den Personen, die wir kennen? Also, Maria ist dieses 16-jährige Mädchen. Also, irgendwo in die Schiffswand ein Herz reinzuritzen, das klingt so ein bisschen teenagerig. Und dann wäre das M Maria. Aber wer ist denn K? Kadri? Kemar? Kemar ist aber verlobt. Es war noch eine weitere unbekannte Person an Bord. Vielleicht gibt es da noch ein paar mehr unbekannte Personen, die an Bord waren. Vielleicht hat man ja Ersatz für Bailey und Cam angeheuert. Also Kadri oder Kemar kämen momentan in Betracht. Nach oben geht sie, da ist alles abgestürzt hier. Oh, ist ein Baum. Was ist das für ein Baum? Wo kommt denn ein Baum eigentlich hierher? Ach, oben gibt. Ach, genau, stimmt. Oben gab es ja so eine Art. Ja, Gewächshaus, kann man schon fast sagen. Da ist ein Baum abgestürzt. Das hier ist neu. Album. Scrapbook. Nächste Seite. Also ein leeres Fotoalbum. Aha. Thomas und Jesse. Ah, Moment mal. Wir hatten ja gehört in der ersten Episode, dass Maria einen Fotoapparat hat und die Dinge an Bord dokumentiert. Und Mutter Isabel sagte, Maria liebt ihren Fotoapparat. Also könnte das ein Fotoalbum von Maria sein. Und hier ist jemand, der... Thomas and Jesse. Ja, Thomas ist doch einer von der Crew. Dann ist die Person, die hier Fragen stellt, eine gewisse Jesse. Stimmt, oder habe ich recht? Bild Jesse, Marias Album. Neue Hinweise. Genau. Aber noch keines der Rätsel leuchtet gelb. Objekte. Gucken. Das hier. Ein Album von Maria, genau. Darin fehlen einige Bilder, einige viele. Hier haben wir eins davon. Bild einer Frau, die eine Aufnahme von Thomas macht. Er wirkt angespannt. Unter das Bild hat Maria Thomas und Jesse geschrieben. Aha. Mhm.
Ja, hier waren die... Hier waren die Ladungssachen. Der... Hier war doch das Porträt des Kapitäns der St. Cathy. Das war doch hier direkt daneben. Das ist nicht mehr da. Aber dass das nicht mehr da ist, ist auch kein Hinweis. Hm. Haben wir alles gefunden? Nein, fehlt noch was. Das wieder gesichert. Da liegt noch was. Eine weitere Wachswalze. Spiel gleich mal ab, richtig? Oder? Was machst du das jetzt? One piece of advice while you're aboard ship. Don't get on the wrong side of Cuddy. How so? He's a bit outspoken, but I appreciate that as a journalist. My... More that he has favorites, such as our stoic captain. If you're not on his good side, he can be very unprofessional. I've gotten on the wrong side of him before, and I swear my meals were blander until he forgave me. You can see it with Thomas. I'm surprised there's anything edible on his plate. It seems simple to me. He just treats people the way they treat him. Sehr interessantes Interview, vor allen Dingen eingedenk der Tatsache, dass wir, als wir hier noch an Bord der Thalassa waren, in der vorletzten Episode, mitbekommen haben, dass Erik auch ein Problem hat mit dem Schiffsmechaniker Kamar, so hieß er. Dieser Jamaikaner war es, glaube ich. Oh, ja, okay, gleich. Erste Gedanken zu Ende bringen. Also, Erik hat Stress mit Kadri, sagt er, und er hat Stress mit Kamar. Und der Journalistin sagt er, sie soll sich bei Kadri vorsehen. Meine Lebenserfahrung sagt, das Problem in dieser Konstellation ist Erik, weil er ist derjenige, der mit zwei anderen Stress hat, und er ist derjenige, der schlecht über einen anderen spricht, mit einem Dritten. Mit der Journalistin, ne? Also der scheint ein Unruheherr zu sein. Das ist meine bisherige Diagnose. Was haben wir hier für ein Foto? Das ist Kamar. Zwei Herzen. Okay. Das spricht dafür, dass Herz M plus K, dass das K für Kamar steht und nicht für Kadri. Aber wir können noch keines der Rätsel lösen. Ne? Irgendwie ist, es wird ja gelb, hieß es. Es wird gelb, wenn wir es lösen können. Also hier Wachswalze, da. Ne, hier. Erik wurde von einer Journalistin interviewt. Er meinte, dass Kadri ziemlich unangenehm sein konnte, wenn er jemanden nicht mochte. Erik meinte, Thomas hätte Kadri gegen sich aufgebracht. Mhm. Er hat aber selber auch davon gesprochen, dass er mal Ärger mit Kadri hatte. Also er hat, letztlich, Kadri hat Lieblingspersonen, wie zum Beispiel den Kapitän. Und mit Erik hatte Kadri schon mal Stress und mit Thomas auch. Also Erik spricht schlecht über andere Leute. Das ist ne, die Quintessenz dessen, was wir hier sehen. So. Ein Foto von Kamar, wie er an Deck seine Gitarre spielt. Jemand hat mit Feder und Tinte ein Herz darauf gezeichnet. Hm. Hier blubbert noch was. Was blubbert denn hier noch? Das hier. Die Schaukästen waren mit zusätzlichen Schrauben und Seilen gesichert. Ja. Okay. Wir haben immer noch nicht alles. Der Raum ist immer noch lila. Was hab... Ach, die Krabbe, komm! Na du? Schade, dass Polly dich nicht fangen kann. Ach, die arme Mieze. Ach so, ich hat's jetzt geblinkt noch. Richtig?
Aus der Ferne hat's hier geblinkt. Aber aus der Nähe blinkt's hier nicht mehr. Warum ist das so komisch? Hallo? Ich kann ja nicht drauf gehen. Ich hätte schwören können, dass das Teil aus der Ferne geblinkt hat. Naja. Worauf ich so schwöre. Irgendwas habe ich hier noch übersehen. Tja. Das Treppenhaus gehört schon nicht mehr dazu. Ach so, wir wissen nicht, wie das mit der Tür da hinten ist. Ja, lass mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja der Punkt, dass wir den Status der Tür ermitteln. Aber da geht offenbar gar nichts. Ja, jetzt haben wir gesehen, dass es versperrt ist. Und die andere Tür vorne zu diesem Treppenhaus. Da müssen wir deren Status noch ermitteln. Auch hier ist plötzlich mittendrin irgend so ein Bruch im Fußboden. Vielleicht ist es gar nicht wichtig, vielleicht wurde das Schadensbild hier für die Dramaturgie der Handlung erzeugt, aber so als Schadensgutachter würde ich mir echt Fragen stellen, was hier eigentlich passiert sein soll. Ah, hier, closed for safety. Hä, wieso denn das? Aus Sicherheitsgründen gesperrt. Aber sind wir diese Treppe nicht neulich noch gelaufen? Also war diese Treppe ja schon irgendwie beschädigt? Also warum sperrt man eine Treppe? Weil sie einzubrechen droht. Oder weil einem etwas auf den Kopf fällt. Aber bei einer Treppe eher, dass man einbricht. Stürzt. Irgend sowas. Wahrscheinlich ist die jetzt auch zu, richtig? Ja. Tür ist zu. Aha. Das war's, was wir rausfinden sollten noch. Das haben wir hier, dieses Schlüsselsymbol. Also das gibt einen Schlüssel für diese Tür. Gut. Jetzt sollten wir ja eigentlich nach oben. Aber wir sind mal total neugierig, weil ich hier quer bin. Deswegen latschen wir erstmal munter in andere Räume, die wir hier haben. Unser Sauerstoffvorrat ist hoffentlich unendlich. Hoffentlich. Das ist eine seltsame Raumanordnung für ein Schiff, hä? Also dieser Raum, der so als Durchgangsraum fungiert, ist sehr groß und eigentlich hätte ich das jetzt irgendwie anders geschnitten, etwas effizienter geschnitten, den Platz irgendwie für Räume mit Funktion genutzt, statt so eine Art Durchgangsraum zu sein. Ah ja, das ist offenbar zu. Das ist offen. Isabel Office, genau. Hier ist auch wieder eine größere Beschädigung. Hier können wir nicht nach unten, da ist irgend so ein Kübel. Da ist irgendwas. Was ist das? Ach, das können wir von unten wahrscheinlich rausziehen. Das ist eine Metallstange, die den ganzen Wagen hält. Wenn wir unten angekommen wären und könnten sie rausziehen, dann würde der Wagen nach unten rattern und uns den Weg frei machen, denke ich. Im Augenblick ist das nicht möglich. Ja, hier hinter dieser Wand muss ja eine Kraft gewirkt haben, dass sie so nach außen gedrückt wird. Hier geht's gar nicht weiter. Im Augenblick. Und hier auch nicht. Ja, da geht's auch überhaupt nicht weiter. Wir können aber in Isabels Büro gehen. Dann machen wir das. Standen hier nur Sofas? Artikel. Lesen.
Eine moderne Pionierin, Miss Greenwood auf der SS Thalassa, Jay Linden. Ah, Jay Linden. Wir haben jetzt schon den zweiten Zeitungsartikel von jemandem, der Jay Linden heißt. Und wir haben an Bord eine Journalistin mit dem Namen Jessica. Das könnte eine dieselbe Person sein. Vielleicht hat Greenwood gute Kontakte zu dieser Jay Linden, Jessica Linden. Und er hat schon zwei Zeitungsartikel geschrieben und ist eingeladen worden, hier auf der Thalassa irgendwelche Dinge zu beobachten, die Expedition journalistisch zu begleiten. Ne? Also, am ersten Jahrestag der Jungfernfahrt der SS Tal, naja, Assa, das wissen wir. Im Interview mit Miss Greenwood merkt man schnell, dass sie eine einzigartige Persönlichkeit ist, die ihren eigenen Weg geht. Ein Musterbeispiel einer modernen, unabhängigen Frau. Ich habe gelernt, selbstständig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen und meine Ziele zu verfolgen. Eine Lektion, die ich mir von meinen männlichen Kollegen abgeschaut habe. Der Vorstand von Greenwood und Co. mag meine historischen Expeditionen als egoistische Launen abtun. Aber ich bin ganz ehrlich. Mein Geld, meine Launen wahrscheinlich. Unleserlich. Artikel über Isabel. Was looking at the schematic. Was? You should be able to get to the front of the ship via the maintenance shaft in the hallway beyond the galley. Wartungsschacht, Kombüse, Vorderteil des Schiffs. Wir sind aber gerade ziemlich weit hinten. Haben wir jetzt das Ziel gewechselt? Nein. Also er sagt, Wartungsschacht, Kombüse, darüber kommen wir irgendwie nach vorn. Ach so, weil hier alles zerstört ist. Wir haben ja gar keine Möglichkeit, hier ganz nach vorn zu kommen. Stimmt. Wobei, hier die Tür haben wir uns gar nicht angeschaut. Aber erstmal ist Isabels Büro dran. Glasschrank. Fehlende Dokumente, was willst du mir denn damit sagen? Hinweis. Isabel hatte Regale voller Ringordner mit finanziellen und Kaufdokumenten der letzten Jahre. Allerdings fehlen die Kaufdokumente für Mai und Juni 1905. Ach, tatsächlich. Da sind April und dann springt sie in den Juli. Mai und Juni fehlen, also die Monate unmittelbar vor der Expedition. Das ist irgendwie weg. Es ist tatsächlich interessant. Man sollte meinen, dass sie die vielleicht auf ihrem Schreibtisch hatte, weil sie gerade in Bearbeitung waren. Ist das nicht ein Werkzeug, das wir benutzen könnten, weil unseres im Tiefseegraben liegt? Ringordner. Na dann? Buchführung Mai und Juni 1905, oder? Nein. Na, wobei, doch, auf den Juni ist es zu datieren. Was ist denn das? 16. Juni 1905. Liebe Miss Greenwood, wie zuvor besprochen, darf ich Ihnen hier mit voller Freude mitteilen, dass die von Ihnen angefragte Reporterin den Auftrag angenommen hat. Wie besprochen, werden wir Ihnen die exklusiven Rechte für die Berichterstattung zur Expedition zur St. Catherine abkaufen. Die Reporterin ist auf dem Weg und zum Hafen und wird sich per Telegramm bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, J.F. Chester, Chefredakteur. Aha. Auch das ist so formuliert, dass man glauben könnte, dass sie nicht irgendeinen Journalisten angefragt hat, sondern eine spezielle Journalistin. Nämlich die, mit der sie bereits gute Erfahrungen gemacht hat. Isabels Korrespondenz. Ah, jetzt können wir dieses Rätsel hier lösen. So, das heißt ja, dass wenn wir das jetzt lösen können, dass Isabels Korrespondenz in irgendeiner Weise hier eine Rolle spielt. Wie machen wir das jetzt hier? Also,
Eine unbekannte Frau interviewte einen wenig begeisterten Hans zur Abendessenzeit. Wer war sie und warum war sie auf dem Schiff? Bild von Jesse. Das ist diese Frau und ihr Zweck, das ist natürlich dann aus der Isabelschen Korrespondenz zu holen. Das ist aus meiner Sicht die Lösung für dieses Rätsel. Hinweise kombinieren. Ha! Ich krieg den Bogen raus. Schlussfolgern. Jetzt arbeiten die grauen Zellen von Cam. Isabel hatte eine Reporterin namens Jessie Linden von The Illustrated New York News auf das Schiff eingeladen. Sie schrieb einen Artikel über die Mission von St. Catherine. Oder die Mission St. Catherine. Ja, also, dass die jetzt Jessie Linden hieß, das ist ja etwas, das haben wir eher... Also, das hätten wir... Da hätten wir eigentlich noch die Zeitungsartikel mit, die hier ins Kalkül ziehen müssen. Also, die Schlussfolgerung ist völlig richtig, weil der Chefredakteur Chester, der ist ja genau der Chefredakteur der Zeitung gewesen, deren Ausschnitte wir schon zweimal hier gesehen haben. Also, insofern ist dann der Name Jessie Linden dann die richtige Kombination, aber eigentlich hätte man dann diese Zeitungsausschnitte noch mit reinklicken müssen ins Rätsel, oder? I'm surprised as a dumb waiter reporter aboard. She liked her privacy. Naja. We should look into this Jessie Linden and keep an eye out for more wax rules. I wonder if she found anything out. Na, Bailey ist neugierig und die Karte wurde aktualisiert hinsichtlich irgendeiner Sache. Vielleicht ein Gästequartier? Was hast du denn jetzt gerade aktualisiert? Keine Ahnung. Isabels Büro ist weiterhin ein interessanter Bereich. Spricht dafür, dass hier noch irgendwas ist. Hier. Eingerahmtes Foto. Mutter und Tochter. Ach ja, da ist dieses Hufeisending an ihrem Handgelenk. Mutter, Tochter, genau. Ja gut, wenn ein Rätsel verfügbar ist, dann wird das ja auch nochmal extra angezeigt. Das muss ich nicht selber prüfen. Also, ja, das heißt, Maria, Töchterchen Maria, hat sich diese Wachswalzen aus dem Koffer geholt. Aber eigentlich hat ja Jessie, die Journalistin, diese Wachswalzen aufgezeichnet. Und hat sie in diesen Koffer getan. Warum geht denn Maria daran? Isabellas Büro ist, oder Isabels Büro ist immer noch ein interessanter Bereich. Deswegen, wer ist denn das? Wissen wir nicht. Haben eigentlich gleich die Nase. Foto der Führungstruppe. Ist das linke Bailey? Wer ist das? Achso. Haben wir das schon als Objekt? Isabel, Erik und Bailey. Ah ja, tatsächlich. Also guck mal hier, Erik, schon wieder haben wir einen Hinweis darauf, dass Erik ein Stinkpilz ist. Weil Bailey gerade sagte, er hatte Vorbehalte, dass eine Frau das alles hier führt, besitzt und leitet. Weil er doch hier der offizielle Expeditionsleiter war. Laut Bailey war die enge Zusammenarbeit zwischen Erik und Isabella am Anfang turbulent. Aha. Also schon wieder ein Hinweis darauf, dass es rund um Erik immer so eine Wolke von Problemen zwischenmenschlicher Art gibt. Dann hier das Mutter-Tochter-Bild. Genau, da geht das Geblubber auch weg, denke ich. Jawohl. So.
Haben wir jetzt hier alles gefunden? Ist es grau, genau, okay. Hier können wir offenkundig durchgehen, aber ich will zum Abschluss dieser Episode nochmal zurück. Ich denke, wir können hier unendlich oft hin und her krabbeln. In dem Bereich von mit diesen rostigen Nägeln. Auch wenn das immer wieder ein Thrill ist. Aber wir haben uns die Tür der Krankenstation gar nicht angeschaut. Und... ach, wir müssen gar nicht durchkrabbeln. Das ist ja hier noch vor dem Durchkrabbeln. Genau, umso besser. Das würde ich gerne nochmal nachholen. Ich glaube nämlich, die ist unzugänglich. Aber nur, dass wir es mal gesehen haben. Hier, Infirmary, genau. Da ist so ein Balken, der das alles blockiert. Ja. Da kommen wir nicht durch. Mhm. Ist jetzt also auch durchgestrichen, aber auf eine Art und Weise, warte mal, auf eine Art und Weise, dass ich denke, dass das nicht irreversibel ist. Geh mal da weg, nimm mal dein Marker von der Karte. Es sieht anders aus. Ach so, wenn es doppelt durchgekreuzt ist, heißt es, die Tür ist von beiden Seiten unzugänglich. Wenn es nur einmal durchgestrichen ist, die rote Tür, dann heißt das, die Tür ist sehr wohl durchlässig, aber nur von einer Seite. Und von welcher Seite aus wird mit diesem kleinen Pfeil gezeigt. Das heißt also, wenn wir in dem Krankenzimmer wären, dann könnten wir von dort aus die Tür tatsächlich öffnen. Ja. Mhm. Okay, gut. Dann soll das die letzte Amtshandlung in dieser Episode gewesen sein. Ich gehe mal zurück zu Isabels Bürozimmerausgang. Denn wir schauen uns mal in Richtung Kombüse weiter um. Wir begehen erstmal alles, was mehr oder weniger zugänglich ist. Denn wir müssen ja auch dann Mittel und Wege finden, in Bereiche zu gelangen, die jetzt nicht so ohne weiteres betreten werden können. Und daran arbeiten wir ab dem nächsten Teil. Bis dahin!